Wenn du eine Brille trägst, öfter mal Nackenschmerzen hast und vielleicht du schon mal überlegt hast, deine Brille endlich loszuwerden, dann bist du hier in diesem Video genau richtig, denn ich möchte dir in diesem Video verraten, zum einen, wie du deine Brille loswerden kannst und wie du auch deine nervigen Nackenprobleme und deine Rückenprobleme in den Griff bekommst, dass sie eben entsprechend nicht mehr auftreten. Und damit herzlich willkommen hier auf diesem Kanal auf augentrainieren.com. Mein Name ist Patrick Richter, ich bin Sehtrainer und ich zeige dir, wie du es schaffen kannst, mit einfachen Mitteln und Methoden deine natürliche Sehkraft langfristig zu verbessern, mit dem ganz klaren Ziel, deine Brille loszuwerden, damit du entsprechend nicht mehr darauf angewiesen bist. Und vor allem auch langfristig sie nicht mehr benötigst, ja? Wenn dich das interessiert, wie gesagt, bleib gerne bis zum Ende des Videos dran, denn ich möchte heute mal sehr tief ins Detail gehen. Häufig kriege ich Kommentare, Fragen von euch, okay, ich habe die und die Sehschwäche, kann man da noch was machen? Ich habe schon so lange eine Brille, kann man da noch was machen? Und da möchte ich, wie gesagt, heute mal drauf ansetzen, denn tatsächlich ist es so, gerade wenn man so 40, 50 Jahre alt ist, hat man wahrscheinlich schon längere Zeit eine Brille getragen, schon vielleicht 20 Jahre, vielleicht auch länger, und plötzlich wird die Brille teurer. Nicht einfach, weil ich jetzt ein neues Gestell haben möchte, sondern weil man eine sogenannte Gleitsichtbrille braucht. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass unsere Augen im Alter ja langsam faul werden, langsam müde werden, ja vielleicht nicht mehr so fit sind wie in jungen Jahren. Ja, kann man wirklich vergleichen mit jemandem, der 80 ist und 18. Da gibt es eine kleine körperliche Differenz, die einfach, wie gesagt, mit der Laufe der Zeit völlig normal ist. Ja, aber trotzdem kann man natürlich auch als 80-Jähriger ein sehr fitter 80-Jähriger sein oder auch ein ja, sehr alter 80-Jähriger, ja, der schon sehr schwach ist. Und jetzt ist es natürlich auch mit unseren Augen genauso, denn unsere Augen nehmen so ab dem 40. Lebensjahr langsam ab an Energie. Ja? Diese Flexibilität ist nicht mehr so vorhanden und es entstehen einfach neue Sehschwächen. Zum Beispiel, du bist dein ganzes Leben lang kurzsichtig und ja, hast eine Kurzsichtigkeitsbrille vielleicht, ja. Und plötzlich, so ab dem 40. Lebensjahr, merkst du, dass du auch im Nahbereich plötzlich nicht mehr so gut was erkennen kannst. Vielleicht beim Lesen oder vielleicht auch beim Handy, das merkst du, dass es immer weiter in die Ferne rückt, ja. Und irgendwie denkst du, okay, vielleicht brauche ich mal eine Lesebrille, ja. Und dann hast du aber zwei Brillen, das ist irgendwie doof. Deswegen gehen die meisten Leute dann tatsächlich zur Richtung Gleitsichtbrille, ja. Die Gleitsichtbrille ist eigentlich eine sehr, sehr gute Erfindung, finde ich sehr, sehr interessant. Habe ich mich damit auch längere Zeit mal beschäftigt, wie genau das funktioniert. Denn du hast den oberen Bereich ja ganz normal für deine Kurzsichtigkeit und den unteren Bereich ist so wie deine Lupe, ja. Da kannst du wirklich dann im Nahbereich auch super gucken. Tatsächlich ist diese Erfindung also ziemlich, ziemlich clever, weil du brauchst im Prinzip nur eine Brille für zwei Sehschwächen. Problem ist aber leider, dass du ja genau diese Grenze in der Mitte hast, die einmal für zwischen Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit immer hin und her pegelt. Und dadurch passt du eben deine Körperhaltung, deinen Kopf, ja, unnatürlich an in die Situation. Du wackelst also die ganze Zeit mit deinem Kopf hin und her und natürlich wirkt sich das dann auch auf unsere Schulter- und Nackenmuskulatur aus. Der HWS-Bereich, also die Halswirbelsäule, ist davon extrem betroffen, weil wir kriegen quasi einen Buckel, wir gehen immer näher in die Tiefe und dadurch kriegen wir langfristig gesehen Schmerzen. Also wer jeden Tag vorm PC sitzt und immer zu diesem Blick macht hier, das wirkt sich extrem auf unseren HWS-Bereich einfach aus. Liegt einfach daran, dass diese Position, ja, diese Bewegung nicht für unseren Körper so gewöhnlich ist. Und dadurch entstehen halt, wie gesagt, langfristig noch größere Schmerzen durch eben diese Gleitsichtbrille. Deswegen ist, wie gesagt, diese Gleitsichtbrille nur auf den ersten Blick geil. Auf den zweiten Blick ist sie tatsächlich eher kontraproduktiv. Und wenn du dich jetzt fragst, aber okay, wie schaffe ich es denn jetzt aber, diese Sehschwächen loszuwerden, damit ich entsprechend ja nicht mehr von meiner Brille so abhängig bin, möchte ich gerne verraten. Dazu holen wir ein bisschen aus. Ich möchte mal ein bisschen in die Theorie gehen, damit du es auch verstehst, warum du eine Altersweitsichtigkeit bekommst. Unsere Augen haben ja verschiedene Muskeln, ja, das ist das Rote hier, was du hier siehst, ja, und diese Muskeln, das sind sechs Stück an der Zahl, also du hast hier oben, links, rechts und unten, und dann haben wir hier oben quasi noch einen schrägen und hier unten auch noch einen schrägen. Also du kannst quasi nicht nur nach links und rechts gucken, sondern wenn ich meinen Kopf so ein bisschen neige, das Auge kann sich noch ein bisschen in diese Richtung bewegen, ja. Und du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt nach innen gucke, müssen unsere beiden inneren Augenmuskeln angespannt werden und nach innen gucken. Das funktioniert mit der Zeit nicht mehr so, weil, wie gesagt, diese Fokussierfähigkeit mit der Zeit einfach verlieren. Lässt sich aber ganz, ganz leicht wieder herstellen, indem wir einfach aktiv diese Muskelregion mit Augentraining aktivieren. Ja, das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Prozess, wie beim Muskelaufbau. Du machst ein paar Mal Übungen und dann kommt diese Energie wieder zurück. Und beim Augentraining ist das sogar noch leichter, weil du eben entsprechend hier solche kleinen Muskeln hast. Du kannst dir vorstellen, das ist nicht so groß wie ein Bizeps, ja, wo ein Bizeps wachsen muss, sondern das sind wirklich ganz, ganz kleine, feine Augenmuskeln. Demzufolge sind entsprechend schnell Erfolge zu erzielen. Das geht im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach, indem du einfach einen Finger oder auch einen Stift nimmst und langsam versuchst, den Fokuspunkt wieder in die Nähe zu holen. Du siehst vielleicht bei mir, ja, die Augen, die drehen sich schon in die richtige Richtung, also beide nach innen.
Rennen wird vielleicht bei dir jetzt nicht so der leichte Fall sein. Deswegen versuche lieber aus der größeren Distanz kleinere Schritte machen. Aber das Ziel ist es natürlich dann, den Finger wieder ganz nah an die Nase heranzubringen, dass sich die Augen nach innen drehen können. Ja, das ist so der erste Schritt, den du machen solltest, wenn du von Altersweitsichtigkeit betroffen bist. Der zweite Schritt ist natürlich dann die Kurzsichtigkeit. Ja, durch die Brille hat sich deine Kurzsichtigkeit sicherlich in den letzten Jahren auch weiterhin verschlechtert. Liegt einfach daran, dass unsere Brille uns das Sehen abnimmt. Ja, die ist meistens auf 100%, also zu scharf eingestellt. Normalerweise müsste man eigentlich die Brille auf so 80% einstellen, also dass sie uns zu 80% unterstützt und 20% sollte unser Sehen alleine funktionieren. Das hilft dann einfach natürlich, unsere natürliche Sehkraft aufrechtzuerhalten, sonst wären unsere Augen faul und im Prinzip kannst du dir wirklich vorstellen, wir haben eine Tiefenwahrnehmung. Denn wenn du was anfokussierst, zum Beispiel Nahbereich, siehst du den Hintergrund unscharf, ja? Oder du schaust einen Ball an, der fliegt vorbei und du siehst den Moment den Ball fliegen, der Hintergrund ist unscharf. Ja, und so funktioniert eben das natürliche Sehen. Bei einer Brille hingegen ist es aber so, dass du, wenn du jetzt einmal kurz guckst, dass die Brille komplett alles scharf hat. Und zwar den Hintergrund, den Vordergrund, auch wenn du etwas versuchst anzufokussieren. Die Brille unterstützt dich so krass, dass du, ja, sie nimmt es dir im Prinzip ab, ja. Sie unterstützt dich so sehr, dass du im Prinzip nicht mehr was scharf sehen musst, weil du kannst mit einem Fingerschnipp quasi den Moment scharf sehen. Aber natürlich ist das nur eine Symptombehandlung. Setz mal kurz die Brille ab. Was siehst du jetzt noch scharf? Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Das ist eben die Konsequenz daraus, dass sich die Sehkraft immer weiter verschlechtert und entsprechend auch noch weitere Sehschwächen dazukommen. Ja? Wenn du aber den Wunsch hast, deine Sehkraft zu verbessern, deine Brille vielleicht auch loszuwerden, dann unterhalb des Videos habe ich dir mal einen Link zur Verfügung gestellt. Dort kannst du dich kostenlos von uns beraten lassen. Ja, da möchte ich mit dir persönlich mal herausfinden, welche Sehschwäche hast du überhaupt? Kannst du mit Augentraining überhaupt deine Sehkraft verbessern? Das wollen wir einfach mal herausfinden. Es geht viel leichter im 1:1, als wenn du mir jetzt eine Nachricht schreibst. Und deswegen möchte ich dich zum kostenlosen Beratungsgespräch einfach mal einladen. Wenn du daran interessiert bist, deine natürliche Sehkraft zu verbessern, kannst du das gerne tun. Ansonsten abonniere auch gerne den Kanal hier, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.